Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2. In der letzten Folge haben wir einen weiteren Vergeltungsschlag abgewendet. Wir sehen schon, wir sind wieder zu Hause. Leider wurden drei unserer Soldaten verwundet. Queen Bee sogar nur leicht, aber naja. Hallo, Commander. Aber es ist, hat sich gelohnt. Wir haben nochmal monatliche Vorratsbelohnung aus Asien um 16 Vorräte erhöht. Das ist ja richtig viel, fast schon ein bisschen, auf gut Deutsch. Kurz gucken, wie lange sind unsere Leute verwundet? Ja, zwischen 2 und 5 Tagen. Das ist alles im Rahmen des Möglichen. Gut, dann werden wir ein verlassenes Lager. Das isolierte Versteck ist noch da. Das wollen wir zuerst haben. Das Tier kommt dann aber erst nach dem Einsatz. So viel steht fest. Weil wir können das ja nicht noch ewig aufschieben. Können wir theoretisch schon, aber macht halt nicht so viel Sinn, ne? So, mal gucken. Kommen wir... Nein, natürlich kommen wir nicht durch. Ja, ein Punkt fürs Avatar-Projekt drauf, mein Gott. Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Ja, später. Ne? Strategische Ressource gefunden. So, bei der Annäherung an ein Widerstandsversteck waren keine offensichtlichen Lebenszeichen zu erkennen. In der Nähe war ein seltsames Alien-Signalgerät in die Straße eingelassen, schien jedoch inaktiv zu sein. Shen hat darum gebeten, das Gerät für eine genauere Untersuchung an Bord zu bringen. Sehr schön. So, und jetzt... Ne, Moment. Sind unsere Soldaten jetzt alle wieder fit, die wir brauchen? Keiner mehr verwundert. Wundervoll. Dann auf die Brücke und ab in diesen Einsatz. Wir haben 14 Feinde. Schwerer Mech, Andromedon, das heißt, wir haben ein bisschen was an... Oh ja, Sektorbot. Wir haben auf jeden Fall ein paar mechanische Einheiten. Das heißt, wir werden Bones mitnehmen. Ich muss Bones irgendwann mal noch anpassen. Gucken, was ich da nehme. So, du wieder raus. Du raus. Den nehmen wir mit. Und natürlich den hier. Lass uns sonst Gegenstände bitte freigeben. Denn du willst die Drachenschosse haben. Nein, nicht die Rüstung. Mehrlage und Automatik, oder? Das geht ja aber gar nicht. Magazinerweiterung. Ja, den überragenden Automatiklader packe ich vielleicht rein. Chance auf Bonusaktion 15%. Obwohl, ich vertraue mal auf deine Zielsicherheit. Wir erhöhen die sogar noch ein bisschen. Und dann ist die Frage, nehmen wir den überragenden Automatiklader, 3 gratis Nachladeaktionen, nehmen wir einen überragenden Schaft, überragender Stecher. Ich hätte ja gern eigentlich noch einen Mehrlader gehabt, ne? Naja. So. Ich wollte den Einsatz schon starten. Kurz nochmal drüber gucken, soweit alle... ausgerüstet. Nee, Moment. Ich wollte sie rausnehmen und dafür Bones wieder mitnehmen. Unseren Spezi mit Schädelstecker, MP-Granate. Klingt nach Plan. Warum gehe ich schon wieder zurück? Meine Güte, ich sollte aufhören, so viel Kampfmaster zu drücken. Sky Ranger. So. Man ist bereit für Einsatz. Dann...
gucken wir mal, was uns da so erwartet. Diese Schmiede ist wahrscheinlich eine Produktionsstätte der Aliens und hat wohl etwas mit dem Zeug zu tun, das wir in der Geheimeinrichtung gefunden haben. Advent und die Aliens werden nicht erfreut sein, uns zu sehen, also rechnen sie mit schwerem Widerstand. Wir müssen herausfinden, was da drin vor sich geht. Ja, das sollten wir. Wir sollten am Anfang mal speichern. Ja, das ist auch immer gut zu wissen. Feuerschutzschüsse erhalten keine Abzüge auf die Trefferquote, wenn sie als Hinterhalt dienen. Das ist natürlich praktisch. So, dann gucken wir mal. Sind wir denn verborgen? Das wäre mal cool zu wissen. Die Einrichtung ist in Reichweite. Untersuchen Sie sie. Der Trupp ist verborgen. Okay, nee, wir sind wirklich verborgen. Das ist natürlich gut. Wir müssen da hinten hin. So, ich werde auf jeden Fall natürlich jetzt speichern. Das ist ganz wichtig. Spiel speichern. Und ich mache mal einen ganz kurzen Cut, einfach um sicher zu gehen, dass es hier gerade nicht ruckelt, weil irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl. Deshalb einen kurzen Augenblick. So, weiter geht's. Wir wollen da hinten hin. Also gehen wir mal ein bisschen los. Entdecken kann uns das Ding ja noch nicht. Verstanden. Brücke aus. Ergo. Mal gucken, bis wo es überhaupt sehen kann, sodass wir es dann gehen können. Position. Eine feindliche Patrouille. Das ist schon nicht mehr ganz so schön. Zumal wir wissen, es sind 14 Einheiten, aber ich gehe ja mal stark davon aus, dass noch zwischendurch Verstärkung kommen wird. Weil los, alles andere wäre los, ein bisschen langweilig. Los. Weil da sind diese, da sind deren, ja, Flieger für Verstärkung. Los geht's. Wäre natürlich cool, wenn wir die lahmlegen würden, sodass die nie wieder Verstärkung schicken könnten. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel es uns so einfach machen wird. So, dann. Dann mal los. Du noch dahin. Dann haben wir uns hier mal ein bisschen gefächert. Und. Augen auf. Gebe Feuerschutz. Geht nichts. Der Mac ist da oben drin. Okay. Interessant. Jetzt ist der Mac wieder da unten. What the fuck? Der hat sich teleportiert. Oh ne, der ist von der Treppe runtergegangen. Ups. Okay. Geht natürlich auch. Ist natürlich das gleiche. Also, teleportieren, Treppe runtergehen. Wo ist der Unterschied? So, wir haben da leuchtende Container. Können wir die mitgehen lassen? Werden wir gleich auf jeden Fall mal gucken. Zunächst wird Jay da runtergehen. So, da ist noch eine Kanone. Aber auch die ist gerade uninteressant. Und los geht's. Und wir werden. Ja, diese Runde können wir eigentlich. Ups, Entschuldigung. Rücken wir noch zur Zielposition vor. Ja. Ein bisschen gehen lassen. Wir sollten aber gleich auf jeden Fall zumindest mit einem Großteil schon anfangen, auf Feldposten zu gehen. Weil, wie gesagt, ich gehe auch stark davon aus, dass hier mit schwerem Widerstand zu rechnen ist. Also, ne? So, Zombie, du konntest da mal hingehen. Okay. Mal den Platz da nämlich frei. Feldposten. Das gefällt mir jetzt gerade definitiv nicht. Peter, okay. Da oben hin. Bin dabei.
zur Position. Du gehst mal da in Deckung. Und du kannst mal gucken. Steige auf! Da in Deckung zu gehen. Schon unterwegs. Verstanden, halte die Augen offen. Begebe mich zur Zielposition. Und dann gucken wir mal, was die Gegner so treiben. Feuerschutz. Was macht dieser Mech? Okay, die laufen da lang. Die ja schon gern möglichst schnell ausgeschaltet, ne? Aber, möchte da trotzdem doch ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Warum haben die so einen extrem hohen weiten Radius? Das ist echt heftig. Vor allem möchte ich halt von den Kanonen hier wegkommen, bevor wir da hinten auf die Typen drauf losgehen. So, Zombie einmal da hinten. Bones bewegen wir später. Das da sieht nach einem guten Ort aus. Wie gesagt, schön weit von den Raketentürmen weg. Mr. Up. Bestätigt. Kannst du die nicht einfach einsacken? Dann hätten wir die schon mal sicher. Das wäre cool. Aber nein, das wäre langweilig. Du müsstest die ja über den Einsatz mitschleppen. Das macht auch jetzt nicht wenig Sinn, aber es wäre cool, weil dann hätten wir die safe. Position bestätigt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir aus dieser Mission mit ziemlich viel Loot rausgehen werden. Ich mag Loot. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon. So. Feuerschutz, genau. Jetzt müssen wir noch Bones da wegholen. Ach, schicken wir den einfach mal rein. Klar. So, und dann bin ich mal gespannt, wie die da hinten laufen werden. Bin dabei. Feuerschutz bestätigt. Überwachung läuft. So, kommt ihr noch ein bisschen näher ran? Das wäre irgendwie voll angenehm gewesen. Aber scheinbar haben die keine Lust da drauf. So, ist jetzt die Frage. Wir kommen nicht an denen vorbei. So viel steht fest. Zumindest nicht so rum. Müssten wir hier langlaufen und ich habe die Befürchtung, die werden gleich einfach rumdrehen und dann wieder da langlaufen, weil halt Patrouille und so. Deshalb, verstanden. Bringen wir aus. Jay mal dahin. Zombie, er könnte dahin oder da, dann würde er sie aber aufschrecken. Peter. Peter ist in keiner guten Schussposition. Position bestätigt. Und ich will alle in Schussposition haben. Also warten wir sicherheitshalber einfach noch eine Runde. Augen auf. Bones, du kannst dich mal dahin stellen. Und Antibutter schicken wir auch noch ein bisschen weiter vor. Ich meine, wie gesagt, da könnte er hin, aber er würde da gleich wahrscheinlich flankiert werden. Rücke zur Zielkoordinate. Ergo, einfach die paar Schritte nach vorne. Scannergebiet. Scannergebiet. Gebe Feuerschuss. Scannergebiet. So. Ach, von hinten kommen die. Schweine. Okay. Das könnte gleich problematisch werden. Okay, also, die Frage ist, wollen wir die alle auf einmal töten? Wir können versuchen, mit Granate generell alles auf den wäre der tot und den könnten wir dann mit Bones übernehmen. Dann hätten wir die hier hinten noch. Da könnte sich Boindal aber drum kümmern. Also, ach, scheiß drauf. Wir riskieren es einfach mal. Raketenabschuss! Hallo, hier sind wir. Das ist doch schön. Dann, ja, hier beiden noch. So.
So, du hast... viel zu wenig Chance, den Kerl zu treffen. Werfe Granate! So. Hauen wir erstmal noch den zweiten Sektoiden tot. Und ihm machen wir noch mal ein bisschen Schaden. Ich würde gerne gucken, dass wir... ich nehme vielleicht auch nur die Rakete, die hat nämlich einen kleineren Radius. Abschuss! Dann halten wir das los. So, er darf jetzt auch nochmal. 100%. Dann hauen wir den mal weg. Wie gesagt, dort können wir jetzt versuchen, den zu übernehmen oder zumindest auszuschalten. Dann hätten wir da erstmal unsere Ruhe mit. Wir sind die Besten. Das sowieso. Ich meine, wir sind die Guten. Natürlich sind wir die Besten. So, Bones. Übernahmeprotokoll. Go. Holen wir uns diesen Bot. Yep, den holen wir uns. Wie gesagt, wäre schön, wenn es wirklich die Kontrolle werden könnte. 59%. Na, ich will gerade lieber auf Nummer sicher gehen. Wir werden das wahrscheinlich kriegen, aber... wir hätten wahrscheinlich alles haben können. Fickt euch. Ein Kinderspiel. So, der ist deaktiviert. Das Ding hat 4 Runden Abklingzeit. Und dann... Jay. Vielleicht nicht auf den. Auf den ist vielleicht auch gar nicht mal so intelligent. Aber da kannst du mal Feuerschutz. Der trifft dich doch eh nicht. Was stresst du hier eigentlich so? Oh, hat ihn scheinbar gekrittet. Tut mir aber leid. Ganz sicher erledigt. Also, nicht wirklich. Kettenschuss. Könnten wir auf den machen. 100% Trefferchance. Schön. Der ist tot. Na, wobei. Ja, er ist tot. Sehr gut, damit sind wir den Mac los. Hab ihn erwischt. Dann hat das doch alles super funktioniert. So, Chester, du kannst schon mal Schaden an Andromedon-Anzug machen. Und dann werden die Gegner mal den Zug beenden. Stehe unter Beschuss! Aha, Noob! Noob-Raketentürme. Das sind ja noch nicht was Raketentürme, das sind ja nur Wachtürme. Wer möchte denn mal... ach, komm. Machen wir das einfach mal mit Bones. Weil, warum nicht? 99%. So, noch gekrittet, wow. So muss das sein. So, damit hätten wir das. Und dank unerbittlich kannst du jetzt noch dahin laufen. Kein Problem. So, die Frage ist, wollen wir irgendwie auf die Dingens schießen? Eigentlich nicht, die können wir einfach ignorieren. Ergo. Bin schon dabei. Feldposten. Okay, habe ich bisher noch nicht bemerkt, aber gut. Wäre aber auch getriggert. Jetzt demnach egal. Bin schon dabei. So. Du wirst getriggert. Wie gesagt, aber dich können wir eigentlich auch ignorieren. Tempo. Schicken wir Peter mal ganz weit nach vorne.
Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall diese Brücke da überqueren. Und der Schildträger gefällt mir jetzt schon nicht. Das finde ich ganz gut. Trotzdem noch getriggert haben, den Schildträger. Denn den werde ich jetzt gerade nicht töten können. Können wir dem da einfach die Brücke unter den Füßen wegspringen? Das ist so gut. Das lohnt sich immer richtig, der Kletter. Begebe mich zum Ziel. So, du guckst einmal kurz, ob du da irgendwas siehst, auf das du schießen kannst. Nur die, das Geschütz da oben. Nö. Das ignorieren wir mal gekonnt. Und los geht's! Mich stört halt, dass der uns da gerade jetzt flankiert, der Andromedon. Das ist echt nicht nett. Okay. Nein, ich schicke ihn nicht ins Feuer, ich Idiot. Entschuldigung. War keine Absicht. Bin dabei. Wie gesagt, wenn wir dem einfach die Brücke da wegschlagen können, ist so lustig. Achso. Wieso hat der angeblich noch eine Aktivität? Für eine Aktion. Sehr schön, schon mal halbes Ding zerschmettert. Das ist schon mal die halbe Miete. Rüstung wurde getroffen. Ducken. Okay, wir schmeißen gleich auf jeden Fall mal eine Genesung. So, der aktiviert sein Schutzding. Das da hinten fiel mir gar nicht, vor allem weil da noch ein Sektopode bei war. Aber gut. Ja, Säurebrand. Der brennt auch noch. Alter, das tut weh. Schaden. Ja, die beiden kriegen auch noch Säurebrand ab. Das ist schlecht. Ja, so ein bisschen. Das fühlt sich nicht gut an. Gut, in der nächsten Folge werden wir hier aus der Säure raus und da hinten mal ein kleines Massaker anrichten, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin, ciao, Freunde.